Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden und erkunden und dann War Within und hier haben wir das Achievement, es ist nicht viel, aber es ist ehrliche Arbeit und für dieses müssen wir folgendes machen, besiegt die erwachte Phalanx im Erweckung der Maschinen und das ist ein Event und dazu sind wir einmal hier im zweiten Gebiet, die schallenden Tiefen. Und dort auf den Koordinaten 47, 31 in Gundergatz. Und hier gibt es einmal ja so eine Art World Quest. Und das ist in Sachen Probleme einen Gang hochschalten. Und dafür müssen wir 20 Wellen absolvieren. Und diese 20 Wellen sind auch fürs Achievement notwendig. Denn da kommt dann dieser Boss, den wir halt fürs Achievement töten müssen. Das hatte ich letzte Woche schon gemacht und dachte mir, komm, diese Woche zeige ich es euch jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Im Endeffekt ist es relativ einfach. Wenn ihr so einen halbwegs equippten 80er Char habt, dann könnt ihr das nämlich mit dem machen. Und dann können wir nämlich einfach hier mit dem Typen sprechen. Und das Event einmal starten. Ihr seht schon, hier haben wir diesen Balkenfortschritt. Und ja, da gibt es dann hier diesen Ladebalken, der irgendwie noch nicht angepasst worden ist von Blizzard, so wie es aussieht. Und dann werden wir einmal in diesen Eventraum reingeportet. Wichtig anzumerken ist, da gibt es auch Belohnungen, unter anderem auch einen Mount. Und ja, es kann sich also auch für euch lohnen, mit mehreren Chars zu fahren. Also, wir können hier einmal quatschen, ich bin bereit. Und dann geht quasi die erste Welle los. Ihr habt hier an der Seite auch so einen Counter, wie viele Wellen ihr schon besiegt habt. Und alle 5 Wellen müssen wir ihn quasi neu einquatschen. Um es jetzt vielleicht kurz zu machen, für die, die nur schnell wissen wollen, was sie machen müssen. Ihr müsst halt alle Wellen besiegen. Am Ende kommt der Boss, ihr haut ihn um, ihr habt das Achievement. Wenn ihr euch jetzt hier schwer tut, ich werde jetzt mit euch zusammen die 20 Wellen einfach schnell durchspielen, euch vielleicht auch ein bisschen erklären, was quasi hier Phase ist. Also die erste Welle habt ihr gesehen, da waren so kleine Bots, die können alle überhaupt nichts. In der zweiten Welle gibt es Maschinisten, wenn man die interruptet, dann sterben die instant. Ne? Ihr könnt die auch runterklopfen, die machen aber relativ viel Schaden an dem Kollegen hier in der Mitte und der darf halt nicht sterben. Ne? Der hat schon ein bisschen Leben, also der hat 16 Millionen. Wenn der aber stirbt, dann ist glaube ich Feierabend, so wie ich das verstanden habe. Ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Ihr könnt den nämlich auch heilen. Schon mal, da haben wir wieder so einen Kollegen. Wir können den auch anderweitig CC'en. Ihr habt gesehen, mit Knockback-Effekten. Wir können ihn auch stunnen, schieben und was weiß ich, was ihr alles an CC habt. Und dann wird er quasi stirbt der instant. Am Anfang habe ich es ehrlich gesagt nicht geblickt. Da habe ich den einfach runter DPS'd. Der hat 1 Million Leben. Also ist jetzt auch nicht die Welt. Ja? Und jetzt hier in der ersten Phase passiert immer nicht sonderlich viel. Übrigens, es geht hier anscheinend auch auf Zeit, ne? Da gibt es dann immer nächste Ads, also DBM, das habe ich jetzt drauf, also Deadly Boss Mode, zeigt da tatsächlich auch Timer an. Ich hatte es jetzt aber bis jetzt nie, dass dann schon die nächsten gespawnt sind, also das ist relativ, relativ großzügig. Dann haben wir diese explodierenden Bombenbots, wenn die zu einem hinkommen, dann fangen die halt an, einfach die Explo zu wirken. Die würde ich sogar gar nicht töten an eurer Stelle, sondern einfach hinlaufen. Am besten nett, wenn die es bei dem Kollegen sind, dass der halt keinen Schaden kriegt. So, ihr seht, wir haben jetzt die ersten 5 Wellen. Und jetzt können wir quasi einfach den hier wieder anquatschen und die nächsten Wellen starten. Dauert dann immer ein bisschen, also ihr habt da genug Zeit. Ich habe das jetzt auch schon mit Twinks gemacht, die deutlich schlechter equipped sind. Und da war es auch kein Stress. So, dann haben wir jetzt als nächstes hier den defekten Pylonen. Bei dem ist es einfach so, dass der quasi auf den Boss hier drauf britzeln will. Macht relativ viel Schaden kontinuierlich, bis er halt stirbt. Und wenn man sich zwischen die Linie reinstellt, dann kriegt man halt selber den Schaden. Und nicht der... Wir können es jetzt mal gucken. Der muss erstmal ein bisschen aufladen hier. Jetzt, also man kann auch den Mobs dieses Britzelding geben. Also jetzt macht er das auf mich. Und dann macht er das jetzt auf den Kollegen, ne? Ihr seht, der geht schon runter. Also da muss man ein bisschen gucken, dass man sich halt am besten dazwischen reinstellt und den möglichst schnell tötet. Ja, der macht schon ein bisschen Damage. Ja, und sonst kann das Ding eigentlich nichts außer sterben, in Anführungszeichen. So, ich bin nebenbei mit den anderen Accounts noch ein Rare am Campen, deswegen muss ich jetzt einmal ein bisschen klicken, aber wir haben hier genug Zeit. Übrigens, den könnt ihr auch heilen, ne? Also jetzt stellen wir uns da wieder rein. Ich tech-fix mal meinen Rare, den ich nur brauche für ein bisschen Ruf. So, jetzt können wir hier weitermachen. Und ja. Wenn ich jetzt gucke. Ah, haut mir auch schon ein bisschen runter.
wenn ihr jetzt keine Klasse seid, die quasi Heal-Effekte hat, ne? Also ich kann den jetzt hier einfach mit meinem Nachwachsen hochziehen, theoretisch. Es gibt später auch so Flaschen, die ihr quasi benutzen könnt. Wenn ihr drüber lauft, schmeißt ihr die auf den NPC in der Mitte und dann wird er wieder hochgeheilt. Also das ist eigentlich eine relativ easy Angelegenheit. Dann könnt ihr den auch wieder hochziehen. Das kommt aber erst, glaube ich, in den späteren Wellen. So, jetzt haben wir hier so einen großen Mob, der kann eigentlich nichts Besonderes. Er hat so einen Dot, warte, jetzt lassen wir den mal. Genau, wenn das ausläuft, dann spawnt so ein Magma-Pool unter uns und das schießt auch in alle Richtungen. Man kann den aber auch töten, bevor er das macht. Ah ne, das war die andere Fähigkeit, oder? Kann das sein, weil ich ihn jetzt vorher gekillt habe? Normalerweise hat man da so einen Pool und dann schießt man auch so Lava in die verschiedenen Richtungen. Wenn ich das letzte Mal richtig gesehen hatte. Aber wie gesagt, das ist hier alles relativ easy gescaled. So, wir müssen ihn wieder einquatschen. Wir haben jetzt quasi Welle 10 besiegt. Ich habe das mit meinem Magier und Hexer auch schon gemacht und mit denen bin ich quasi auf 80 gehittet und hatte nicht viel Gear, habe mir ein paar Worldquest-Sachen geholt, dass die zumindest 80er-Items haben und da ging das auch relativ gut. Jetzt haben wir hier noch diesen Medbot. Da ist es ganz wichtig, den sollte man am besten fokussen, denn der heilt die anderen die ganze Zeit wieder hoch. Und das sind auch die, die diese Fiolen droppen, ne? Also, hat er jetzt hier Schaden voll... gut, der hat jetzt hier keinen Schaden genommen. Aber wenn der theoretisch Schaden genommen hätte, ne? Man läuft rüber und dann schmeißt man das auf ihn und der heilt sich halt. Jetzt hat 1,8 Millionen, habt ihr gerade gesehen, hat er da die Heilung bekommen. So, da haben wir jetzt wieder so einen, den wir interrupten müssen. Dann haben wir quasi einen Medbot. Wir haben den Nullbot, der wirbelt die ganze Zeit und gibt den anderen so einen Schutz, ne? Immun gegen jeglichen Schaden. Das macht, das ist auch ziemlich nervig. Also, das heißt, eigentlich muss man die Nullbots wegräumen, dass man die anderen killen kann. Muss halt trotzdem schauen, dass man den Heilbot killt, ne? Weil der heilt die halt wieder hoch. Also, jetzt werden es dann halt hinten raus immer mehr verschiedene. So, Welle 12 haben wir jetzt schon mal. Da hätten wir auch jetzt wieder so ein Fläschchen quasi. Da ist jetzt auch wieder so ein Explo-Kollege. Also die kannst du eigentlich wirklich fast komplett ignorieren. Man muss halt bloß schauen, dass die nicht unbedingt neben dem Boss quasi hochgehen, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was die ich jetzt da reinstelle. Okay, ich habe die komplett absorbiert. Also ich glaube, selbst wenn das abkriegt, ist jetzt auch nicht weiter tragisch. Nicht weiter tragisch. Also ich habe bis jetzt noch keine Cooldowns eingesetzt hier bei dem ganzen Ding. Lass uns das auch einfach ein bisschen sehen. Sonst stehst du eh bloß rum und wartest auf das nächste wieder. Hinten raus, wenn dann bei den letzten 5 Wellen, ne, so vielleicht 18, 19, 20, letzten 3, da sind dann genug Mobs da, da kann man vielleicht nochmal CDs ziehen und ein bisschen reiner gehen. Komm, wir ziehen jetzt mal hier. Hauen mal hier noch ein bisschen drauf. Da sind jetzt, glaube ich, auch keine neuen Mobs. Ah, jetzt habe ich wieder diesen Debuff drauf. Mal gucken, ob das diesmal... Ah, okay, nee. Das hat einfach nur die Stacheln gemacht. Dann war das vielleicht nochmal ein anderer Debuff, muss ich gestehen. Müsste ich nochmal gucken. So, das müsste Welle 15 sein. Jetzt können wir den wieder anquatschen. Ich war geduldig, ich war höflich. Ah nee, das muss erst ablaufen, so wie es aussieht. Okay. Und dann geht's weiter. Übrigens, er hat auch zwei andere Dialogoptionen. Bei einer portet ihr euch raus. Ich würde euch halt empfehlen, euch nicht rauszuporten und das zu Ende zu spielen, um halt A, den Mob fürs Achievement zu kriegen, ne? Und halt auch B, dann die vollen Belohnungen. Da gibt's nämlich Kisten, da kann ein Gear drin sein. Ich glaube auch so einen Kastenschlüssel kriegst du da raus für die Delphs. Relativ viel Ruf. Und es kann halt auch ein Mount drin sein, ne? Ich habe das tatsächlich auch noch nicht. Also vielleicht, ich denke mal, das werden wir noch mitnehmen jetzt in der Aufnahme. Vielleicht ist das auch drin. Wäre natürlich nice. Aber wir werden sehen. Ah, ich danke dir fürs Subscriben, ne? Also genauso an der Stelle. So, den kicken wir jetzt wieder, den Kollegen. Dann haben wir diesen Blitzeturm, da müssen wir uns reinstellen. Wir haben den Met-Turm. Wir machen jetzt aber bevorzugt den Blitzeturm down. Der macht tatsächlich am meisten Damage, also den sollten wir schnell wegräumen. Ah, schau mal, jetzt haben wir die Feuerfläche hier. Ich glaube, wenn der noch lebt und mir der Debuff ausläuft, dann kommt die. Weil die haut auch ziemlich rein. Also jetzt hier bei meinem Guardian geht's ehrlich gesagt. Aber wo ich dann mit dem Magier drin stehen geblieben bin, da wäre ich fast umgekippt tatsächlich. Also das war eine
war dann schon, hat dann schon ordentlich gut reingeschallert. So. Da haben wir wieder einen, den wir interrupten müssen. Dann haben wir diese ganzen kleinen Bots, die am besten einmal anschießen, dass sie auf einen quasi drauflaufen. Ne, und dass sie nicht unseren NPC angreifen. Ich habe den bestimmt jetzt schon mal Magni oder Bran genannt, aber der ist halt der Sprecher, Kuldas. Irgendwie mich mir angewöhnt, zu allen Zwergen immer Magni zu sagen, ich weiß auch nicht. So, okay, die gehen auch down. Welle 18. Dann haben wir sogar zwei von diesen Nullbots dabei. Also da muss man, wie gesagt, dann wieder gucken, ne, dass man... Ach, eigentlich können wir hier auch nochmal CDs ziehen. Dass wir die halt fokussen, weil sonst kriegen die anderen halt dementsprechend keinen Schaden, ne. Die immunisieren dann halt alles. Oder zumindest ein, zwei Mobs sind es, glaube ich. Also alle werden sogar nicht mehr immunisiert. Aber trotzdem, wenn er dann hereinäht, die so ein bisschen im Fokus halten. So, das ist auch down. Schauen wir bei ihm. Er ist auf 100%. Wunderbar. Und ja, also wenn ihr CDs zieht oder euch aufsparen wollt für Welle 19, ist, denke ich, mal am schwierigsten hier. Seht ihr, der Boss an sich... Der hat 6 Millionen und ein paar zerhackte Leben. Also er hat weniger als einen Max-Level-Rare. Der kann eigentlich nichts. Wir haben hier dieses Zerschmettern. Da kommen dann ein paar Sachen von oben runter. Da einfach rauslaufen. Dann den Ansturm. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe bis jetzt jedes Mal den Ansturm quasi getankt. Ich weiß gar nicht, man könnte den Ansturm durch ihn durchlaufen lassen. Also das wäre mir jetzt, ne? Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, ob ich das irgendwie verhindern kann. Sagst du, wie es ist, aber selbst durch meinen Magier, wo der durchgestürmt ist, hat das nicht wirklich Damage gemacht. So, wenn ihr jetzt quasi den noch nicht habt, den Erfolg, dann würde der halt hier aufploppen. Das war jetzt halt der Boss, den wir gebraucht haben. Und ja, dann gibt es jetzt halt nur noch den Loot. Wir werden automatisch rausgeportet, wie ihr gerade gesehen habt. Also sobald ihr den Typen umgehauen habt, kommt der Ladebalken. Komischerweise ist es bei dem Event relativ lang, ne? Habt ihr gerade gesehen, sowohl fürs Rein- als auch Rausporten. So, jetzt haben wir halt die 20 Wellen abgeschlossen und für jede 5 Wellen gibt es halt eine Kiste im Endeffekt. Und die machen wir jetzt mal auf und schauen, was Schönes drin ist. Also wir kriegen ein bisschen Marken und Ruf raus. Und hoffentlich auch ein Mount. Das sind, glaube ich, immer 250 Ruf pro. 1000 Ruf kriegst du im Dings. Ach, und was haben wir denn da? Nein, das ist nicht das Mount. Ich dachte, das ist ein Mount. Das ist ein kosmetisches Teil. Okay, ich habe mich zu früh gefreut. Belastend. Das ist so ein Zahnrad auf dem Rücken. Ja, okay. Das war's dann eigentlich soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.